So. Weiter geht's. Mulan. Mulan ist fertig. Land der Drachen. Was kam als nächstes nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Das Disney, Ariel haben wir noch. Fluch der Karibik haben wir. Ich glaube, danach kam schon Schloss des Biests, oder? Biest, ja. Na, dann wollen wir das mal machen. Woher wissen wir eigentlich, dass hier neue Episoden freigeschaltet sind? Also woher wissen wir, dass hier irgendwas passiert? Die reisen hier ja gefühlt random nur hin. I hope tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. The master does have his shy side, you know. Gute Frage, woher weiß man das? Es fehlt übrigens nur noch ein Bruchteil. Verstehe nicht. Hallo? Achso. Keine Herzlose und keine Niemande. Aber weit können sie nicht sein. Eine Seite für Pups. Puh. Wir müssen auf alles gefasst sein. Aha. Sicher. Ich hätte mich vielleicht umgucken sollen. Warum bist du so aufgebracht? Warum seid ihr hier? Irgendwo da draußen muss die Welt ja niemandes sein. Wir suchen nach einem Weg, sie zu betreten. Ups, irgendwas stand da gerade ganz kurz unten. Reifen. Tonight is very important. Oh, maybe we came at a bad time. Well, there's only one way to find out. Donald! Ja, renn. Monsieur, Mademoiselle, please enjoy the evening. And of course, our honored guests are welcome too. A welcome indeed. The organization! You don't know when to quit. Oh yeah, we'll show ya! Get out! Not tonight. I've come to take something you hold very dear. Yes, let your anger grow. Wie er spricht. Beast, we have to get rid of these guys first. Mal. Oh Gott. Das Biest, ja, passt. Wie fett er einfach ist, cool dann. Okay. Siege alle Nobodies. Mr. Nobody. Geistesblitz. Doppelter Rage. Oh na goll. Aufschrei irgendwie. Letzter Rage. Oh, das war doch cool. Uiuiui. Ich weiß nicht, wie ich den Angriff gemacht habe, aber macht er nicht. Zack. Level up. Wo ist Bell? Hier. Ein Glück, hier geht es gut. Donald.
Zaldin. Woher weiß ich den Namen? Weiß ich nicht. Also den Beastone nicht das Wichtigste weggenommen. Den etwas nicht? Bell. Ich komme nicht ganz mit. Vielleicht ist Bell nicht das einzige Wertvolle auf dieser Welt für das Biest. Lass uns gehen. Meine Playstation, denkt er sich nur so. Ich sagte denen damals den Namen. Puh, weiß ich gar nicht mehr. Was? No, nobody and Hardness become yes, buddy. Genau. Aber ein spannender Kampf mit dem Biest. Na, ihr komischen Pimmel hier. Ah, das ist einfach schrecklich. Ich glaube, der geht zu seinem Gemach. Ich glaube, so habe ich den damals synchronisiert. Was ist los? Sollten wir auch in dem herjagen? Ich habe den Herrn noch nie so verstört gesehen. Als der Mann in Schwarz sagte, was dir so wichtig ist, meinte damit noch nicht etwa... Noch nicht etwa... Nein, schon nicht. Verstehe ich nicht. Ach, den habe ich noch gar nicht. Ach so, dann waren diese Monster, die es angegriffen haben, nur eine Ablenkung. Bestimmt. Goofy rennt so geil. Warum fällt mir das jetzt eigentlich erst auf? Er rennt so, als wenn er so ein Würstchen in der Hose hätte oder halt irgendwie zurückhalten muss. Naja. Ja. Immer wähle ich die falschen Sachen aus. Hier, den Kleinen da vorne, den will ich treffen. Den macht das nämlich was, wenn ich ihn mit der weißen Form angreife. Kompetenz sieht anders aus. Leben sieht auch anders aus. Ich werde die enge Ecke gedrückt. Ja, ich hab ihn noch. Ups. Es gibt übrigens noch besondere Herzlose. Mal gucken, ob wir sie sehen. Aha. Ich kann wieder nutzen, ja. Habe ich dann getan, als es schon zu spät war? Da ist eine offene Tür. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Kaminzimmer. Ach so. Ich kann nicht speichern. Und ups. Einem Typen Hallo sagen. Mann, wieder ran. Ach so, weil ich den letztes Mal benutzt habe und deswegen ging das dann nicht. Ach, keine Ahnung. So, hier, Expertenring. Der Level, der Dude ist auch sehr erfahrener Mocky. Der Mocky ist leider abgeschrieben. Rang C-Formel halbiert. Aha. So. Einfach mal gemacht. Formelanalyse, das ist was Neues. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade die verbraucht habe. Das ist eine Waffe für Donald, oder? Eieieiei, was das alles braucht. Oh, guck mal. Elfentuch. Was Neues. AP. Magie. Dann gebe ich mir den Expertenring, würde ich sagen. Aber das passt schon. Dann gebe ich Donald mal das Gerät. Macht der Granatring? Ach ja. Nee, machen wir das.
Wenn der Junge bessere Magie hat, das ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Was hat Goofy so? Ja, ist gut so, glaube ich. So. Ah, ich muss eigentlich mit scheiß Biesten daher rennen, ne? 21 Stunden haben wir schon. Ich glaube, für Kingdom Hearts 1, also zumindest so in meiner Google-Liste, steht, glaube ich, knapp 30 Stunden Spielzeit. Ein bisschen mehr. Hat Levin und so zählt da halt nicht mehr zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der hingerannt ist. Ich weiß halt nicht, wo der Laden vom Biest ist. Ostflügel. Mal gucken. Hallo. Wer oder was seid ihr denn? Der ist einfach zerbrochen. Sicherlich. Endform ist schon geiler, aber irgendwie hat man immer Herzlose, gegen die man kämpft. Aua. Base gemacht. Falsche Richtung scheinbar. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Hallo. Ich fürchte, Base ist nicht hier. So wie sie angezogen war, bezweifle ich, dass sie nach draußen gegangen ist. Warum versucht ihr es nicht aber im Gemach des Herrn? Ja, kann ich, ne? Kann ich alles wissen, wo hier was ist. Tut mir leid, ich komme noch nicht mehr vor, ich störe auch nicht mehr. Achso, warte mal, hier. Weg mit der Form. Muss ja alles gelevelt werden, ja. Bin ich denn gut dran mit dem Leveln? Oder ist das alles scheiße, was ich mache? Oder? Wie sieht das aus? Ich könnte mich auch einfach verpissen, ne? Aber ich mache den jetzt aus Prinzip kaputt. Er ist rund und ich habe Angst vor runden Gegenständen. Ja, aus wie eine Mine, der Typ. Mit Armen und Beinen. Ist Halle. Halle an der Saale. Wohne ich gar nicht so weit weg von. Bäm, 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 bäm. Okay, das Ding kriege ich, oder? Wenn ich da an der Kante stehen kann. Was ich natürlich nicht kann, weil das Spiel behindert ist. Behindert. Scheiße, doof. Das Spiel lässt mich auch nirgendwo stehen, ne? Dann halt nicht. Fuck you. Auch mal die Statue nur so am Beginn an. Okay. Naja, wenn du Lust hast, kannst du bis nächste Woche in bereits zweimal besuchten Welten deine Form etwas leveln. Damit levelst du ja auch insgesamt, was dir auch hilft. Wenn ich will. Naja. Okay. So, was das zu bedeuten hat. Preis gewinnen. Okay. Da ein Glücksautomat, den du ziehen kannst. Ich habe ja noch keine großen Probleme. Nee, das hatte ich nicht. Keine Chain of Memories Flashbacks hier, wo ich direkt bei Hades komplett versagt habe. Und nicht mehr leben wollte. Mann, ich versuche immer irgendwo zu stehen. Nee, drüber gecheatet. Aber das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel lässt mich einfach nicht. Geheime Passage. Nö. Ich mag keine Geheimnisse. Wo ist denn das, Gemach von ihm? Mhm.
ich wieder driven. Ab 4 kann ich driven, ne? Okay, weiß für ein Herzloser, aber macht nichts. Ein Herzloser. Habe ich gerade kein Herzloser? Ich meine natürlich ein Herzloser. Oh. doch nicht. Machen wir mal weiter. Ja, ich weiß gar nicht, bringt das jetzt überhaupt was, wenn ich mit der Heldenform gegen die Viecher kämpfe? Ich mache einfach mal, weil... Was soll ich sonst tun? Nerv mich nicht. Heldenform geht immer. Okay. Sterbe gleich. Oh, ich war doch schon am High-End, aber dann denkt das Spiel wieder, hallo, ich gehe dir auf den Sack. Nee, ich konnte MP nicht nutzen. Ich habe ja gerade geguckt, ob ich mich heilen kann, aber meine Mana war alle. Genau wie jetzt. So. Fuck you, all. Ich habe noch gerade geguckt. Da war ich. Ich war ja auch. Ich dachte, ich wollte mich ja heilen, aber es war alle. Und beziehungsweise ich konnte es halt nicht. Ja, guck mal hier. Ich kann mich nicht heilen. MP ist Feuer, aber ich kann mich nicht heilen. Ich hätte wahrscheinlich aus der Form wieder rausgehen müssen. Aua. Ich glaube, die Situation von eben wird sich gerade nochmal wiederholen. Oh, er liegt am Boden. Ha, kann ich aufstehen, weil es so fett ist. Aua. Ich konnte gerade irgendwas machen. Irgendwas tolles, dreieckiges. Danke, Donald. Mann, ich... Ha, so, verzieh dich. Hässliches motherfucking Vieh. Kann natürlich sein, dass man in der Heldenform nicht zaubern kann. Ja, scheint so. Mach ihn weg. Wo ist denn der ganz hingeflogen gerade? Nur gefühlt 10 Minuten später wieder runter. What's wrong? Please, calm down. Calm down? You just had to have a party, didn't you? Don't you see what's happened? Hey, what's with you? The rose. My rose. What? That? He took it? But surely you can find another rose. Silence! You don't know anything. That's not fair, Beast. Don't take it out on Belle. It's not like she stole it. Ja, da war aus dem Mundschwang, der Junge. But... Belle, Sora, I want you to leave the castle. Look at me. Look. This is what I am. When you first got here, I tried to change. But I was only fooling myself. I can't be any different.
I'll always be a beast. So I should live like a beast. With no one alone. Goodbye, Bell. Was für ein Edgelord, ey. Oh, I think his mind's all made up. Yeah. Look, Bell, leave this to us. If we can get the Beast's rose back, he'll calm down. Nach der Story des Beast-Films. Er verwandelt sich ja zurück, wenn er große Liebe gefunden hat und nicht mehr so Stimmungsschwankungen hat. In Kingdom Hearts 1 war er eigentlich schon gut dran. Aber keine Rückwandlung. Hm. Armes Kind. Wie konnte es nur so weit kommen? Und sie hatten sich so auf diesen Abend gefreut. Aber, kein Grund für lange Gesichter. Hm. Kann die Kerze jetzt auch nichts für, ne? Ist die Rose erst wieder an ihrem Platz, findet das alles ein Ende. Was ist eigentlich so besonders an dieser einen Rose? Wenn du lernst, deine Frau zu lieben und ihre Liebe zu gewinnen, dann ist der Zauber gelöst und wir werden alle wieder zu Männchen. Männchen. Ruski. Ja, das hattest du erwähnt. Aber es gibt ein Zeitlimit. Es muss seine wahre Liebe finden, bevor das letzte Blütenblatt gefallen ist. Ja, aber das ist nicht alles. Mit der Zeit ist das Umsorgen der Rose ein liebgewonnener Teil des täglichen Lebens unseres Herrn geworden. Es ist fast so, als würden all seine Hoffnungen und Träume in dieser einen Blüte liegen. Das arme Biest. Wir müssen sie für ihn zurückholen. Ich bitte euch darum. Wir können das allerdings nicht ohne das Biest tun. Wenn es so wichtig für ihn ist, muss er selbst daran teilhaben. Mhm. Das kleine Kind läuft hier noch rum. Warum hat der Bell angeschrien? Will ich das nämlich fragen? Mal gucken. Erwachsenenzeug. Oh. Oh. Ja, komm. Einfach nur wegen Interesse, wer da so hinterschwört. Er hatte so eine Sichel, ne? Wer hatte denn so eine Sichel? Eine Sense, muss man ja eher sagen. Oh! Marluxia, stimmt. Der Endboss aus meinem liebsten Lieblingsspiel. Nochmal ins Gemach, da ist was. Meins wahrscheinlich auch das hier. Erinnerst du dich noch an Recom? Ah! Oh. Todesfluch auf mich gesetzt. Ich glaube, er wird mich töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich mache aber schon ganz gut Damage, würde ich behaupten. Ich meine, er hat zwar ultra viel Leben. Ich krieg gar kein Damage, was ist da los? Aua! Aua! Ich verstehe, dass ich sterbe, wenn die Zeit abgelaufen ist. Aua, aua. Ach so, das sind Hits, wie oft er mich trifft. Ah, ich verstehe. Okay. Erzähler startet richtig sich an ein Level. Ah. Ja, das ist bestimmt so Level 40 bis 50 gestuft. Also bist du ja nah dran. Ich würde sagen, Level nur 90, vorher mache ich das nicht. So, ich muss sowieso mit dem Wichser hier reden. Ja, überreden stand da sogar. Hey, Beast. Oh, warte mal. Die Zeit vor der Folge ist vorbei. Machen wir nächstes Mal.